dann Tag 2, Woche 2. Woche 2 von German YouTube-Liga. dieses Format ist jetzt Tier 2. Das heißt, die guten Decks sind verboten. Sprich, alle Arten von Zodiac. Ja gut, hier steht in Klammern pur Metal Folk, Kaiju und Artefakt, aber ja, das ist eigentlich so gut wie alles. Windwitch, Eidolon, 60 Karten, Infernoid und Minerva Turbo. Dann sind noch ein paar andere verboten. Also quasi die guten Decks, die man kennt. Paläozoisch ist nicht verboten. Die Liste ist auch etwas älter. Das war, glaube ich, vor dem ersten OSCS-Sieg sogar. Aber ich werde es trotzdem nicht spielen, weil wir das schon letzte Woche hatten. Deswegen habe ich Lust auf Gravekeeper. Passend zum Necrovale Eratum. Was zwar erst. Ne, es ist schon draußen. Ihr seht es ja am Sonntag. Okay. Erstmal die guten Monster rein. Vielleicht. Okay, war er. Er ist scheiße. Bei ihm war das Schlechte, dass wenn Necrovalley liegt, bleibt er von allem unberührt, also auch von Necrovalley selbst. Das heißt, er bleibt bei 1-8. Mit 2-3 und unaffected. Von allem wäre er noch okay, sag ich mal. Der dreht, der ist gut. Der schlägt irgendwie durch. Der hier kann nix, die kann was. Der, keine Ahnung, vielleicht. Activation Effect. Nee. Der war gut. Die war nicht gut. Der war gut. Und die war gut. Ich mache jetzt erstmal alles dreimal rein und mache dann am Ende raus, damit ich das dann am Ende nicht extra nochmal suchen muss. Wieso zeigt ihr mir jetzt haben die das geändert, dass wenn man nach hier irgendwas sucht, dass nicht auch die Karten angezeigt werden, die zum Beispiel Necrovalley im Effekttext haben. Okay, dann muss man die Seite nochmal öffnen. Grabwächter. So. Ritus des Geistes. Wahrscheinlich geht es nicht auf Deutsch. Okay. Ja, die ist eher mager. Okay, dann drei Terraforming. Demise. Strike. Barrier. Gute Traps reinhauen. Ja, was ist noch gut gerade? Was war im Paläozoik noch? TT Force. G. Habe ich das jetzt gelöscht? Ah, ne, okay.
Ich denke mal, weil die Decks gegen die Force schlecht ist, sowieso gebannt sind. Also wogegen man die Storming spielen würde, kann man, denke ich mal, auch gleich die normal noch einmachen. So, TT, die sind alle Spellcaster, kann man damit was machen. Man kann hier diesen Stab reinmachen. Ist, glaube ich, nicht gut. Den machen wir mal wieder raus, den Vater. Mersini kann damit geholt werden. Es ist jetzt schon der neue Effekt-Text von Necrovelli. Okay. Es sind 42 Karten, was zu viel ist. Dark Holes und Heidi hier reinmachen. Ich denke mal, das sind auch zu viele Monster, wenn ich mit die Mais spiele. Ich meine, die sind ja okay, die kann man abwerfen. Will man überhaupt Terraformings haben? Ich meine, Necrovelli ist schon gut, aber 9 Stück. Vor allem, wenn ich nur mit die Mais spiele. Glaube ich auch keine 3 gespielt. Mach ich mal eine raus. So. Das sind aber wieder zu viele Monster. Okay, das sind effektiv 14 Monster. Das ist sehr viel. Ich will eigentlich nichts davon abwerfen. Die lassen wir einmal, weil die sowieso nur kommt, wenn man die mit Nobleman holt. Können die damit holen? Mit der kann man die auch holen. Okay. Spiel ich dann doch die? Ich meine, es kann okay sein. Okay, wir probieren jetzt mal aus. Das ist sowieso nur ein Fun-Format. Extra Deck. Stardust Dragon, weil wir gegen Coils die Yu-Gi-Oh! Spielen. Und er spielt auf Locals sowieso schon fast immer entweder Cosmo oder Blackwing. Und da wird er in dem Fun-Format wahrscheinlich sowieso Blackwing spielen, was, glaube ich, sein Lieblingsdeck ist oder so. Und da werden die Icarus-Attacks und Delta-Crows nur noch kommen. Und dann ein paar 4er Exits einfach. So. Er kann zweimal angreifen. Gut, warum nicht? Der Platz ist wahrscheinlich Eda, Utopia, Master Key Beetle. Sind alle Dark. Außer ihm. Komischerweise. Kerngorgon. Zero. So, hier den anderen. Flagship Arc. Dawn Magician. Giant Hand. Castell. Roach. Okay, warte, wie kommt er überhaupt da rein? Roach vielleicht 2? Nee. Das Deck wird wahrscheinlich eh nicht hier Rexizen legen, sondern kann die wieder raus. Cowboy kann rein.
Die kann raus. Halb so wie. Ja, auf jeden Fall noch S39. Gut, dann Cytex, Starlight Road. Cosmo ist auch nicht verboten. Nee. Was macht man gegen Cosmo? Theoretisch ist ja okay, weil die sich sowieso nicht benchen können vom Grave. Und man die mit Darkhold, Raigeki oder Force klären kann. Oder TT. Na gut, Kaijus kann man eigentlich reinmachen. Sind die verboten? Nee. Oh Gott. Drei Slumber. Gamesiel 3-3-3-3 und die hier. Ja. Wenn Pendel gespielt wird, Anti-Spell, stört mich das sehr? Eigentlich nicht. Ansonsten Twin Twisters. Gut, ich denke, ich brauche keine drei Stardust im Extra Deck. Ich denke mal, wenn ich zwei Starlight Rose schon erfolgreich resolved habe, dann sieht sowieso gut aus. Dann kann ich noch 82 ist das, glaube ich, ja. Ja, das sieht ja eigentlich spaßig aus. Für mich. Nicht für den Gegner. So. Dann schreiben wir mal an, dass er uns herausfordern kann. Jetzt, okay. Ja. Dann kann es mal losgehen. Das wird hier. Ja, ich denke mal, das wird hier sowieso rausgeschnitten. Ich muss gleich mal gucken, ob ich das noch machen kann mit dem Deck davor. Sollte eigentlich gehen. Kommt drauf an, wie lang das wird am Ende. Aber ja. So, dann beginnt das Match jetzt. Ja, good luck. Und wir gewinnen den Würfelwurf. Und das meinte ich mit zu vielen Necro-Eddies. Okay. Das sollte ja eigentlich gehen. Schon wie gesagt, wenn er Cosmo oder Blackwing spielt, was ich halt denke, kann er bei Necrovelli sowieso erstmal nicht so viel machen, hoffe ich. Kann halt mit den Cosmos auf Slip Rider gehen, ob er viel Strike machen kann. Und dann kriegt er den Effekt nicht. Will ich das überhaupt machen? Das Ding ist halt, dass Darkhold da ist. Aber wenn er. Ich will halt, dass die im Kampf zerstört wird. Aber. Ja. Aber wenn er dann das Monster zerstört und. Gut, ich hätte Anwerber holen können. Ja, mal schauen. Ich will mir erstmal das zweite Necrophilie aufheben. Falls er. Falls er das Mojo macht. Das Gute ist halt, dass jetzt viele Karten tot sind bei ihm, da er Call spielt. Oase eventuell auch. Ja.
Mit dem kann ich in nächster Runde angreifen. Was auch nicht zu unterschätzen ist, was der dann, dass der dann 1,5 hat. Ist nicht so wenig eigentlich. Über ein paar Züge ist das schon enormer Schaden. Okay, das ist eigentlich okay, dann kann ich da mit den Monster einrennen eventuell. Abhängig davon, was kommt. Dann Anwerber holen, dann eventuell Darkhole und dann Spy setten oder so. Ich glaube, Anwerber geht ja auch, wenn ich ihn durch Darkhole zerstöre. Bekommen. Ist mir recht. Das ist auch okay. Immer schön raushauen, die Slip Rider. Gleich nur noch einer da. Lol, was? Gegner muss angreifen. Bin ich scheiße. Ja, so viel zum Plan, ne? Oh Mann, so eine Kacke. Ärgerlich. Gut, aber die Spielkraft wartet. Landwalker. Will ich da jetzt schon Mirror Force machen? Nee. Slip Rider auf der Hand haben oder treffen. Ich glaube, wenn er jetzt versucht, Slip Rider zu bekommen und den nicht trifft, dann könnte das Spiel gewonnen. Ja, Kosmotron nervt ein bisschen. Bitte kriegt nicht Slip Rider. Okay, das war jetzt vorher. Die ist auch sehr gut. Ja, ich will nicht, dass der in der Interface nochmal sucht. Ja, cool, jetzt habe ich zu wenig Monster, oder was? Lol, was? Will er jetzt zwei Monster bekommen? Hab ich's auch verkackt. Okay. Okay, aber ja. Ja. Okay, also alle drei Slip-Rider sind raus. Es gibt keine Möglichkeit, die wiederzuholen. Er kann nur noch mit Cosmojo Necro-Rider wegkommen. Denke ich. Er greift an. Aber Monster langsam. Lebenspunkte sind auch recht low langsam. 3, 4 ist nicht so viel. Dark Lady. Ah, die Barriers. Natürlich auch kriegen. Vielleicht hätte ich Barrier nicht reinmachen sollen in einem Tier 2 Format. Ich denke mal, da ist die nicht gerade gut.
Hey, wo sind meine Monster? Jetzt hat der Eclipse. Der ihm halt nichts bringt, weil er nicht aus dem Breath benchen kann. Deswegen ist okay. Hat jetzt Eclipse und Dark Lady. Okay. Okay. Versucht für Game zu gehen, weil wir wissen ja, dass der immer noch den Eclipse auf der Hand hat. Das heißt, mit dem Mirror Force auf den Eclipse erwarten. Okay. Kein Effekt. Das Blöde ist jetzt, dass das schon reicht. Das heißt, jetzt muss die Mirror Force schon kommen. Er hat den Effekt von Terrortop nicht benutzt, das heißt, er hat Raketenbock auf der Hand und noch einen Eclipser, der jetzt wahrscheinlich kommt. Wenn ich ein Monster ziehe, könnte es vielleicht gehen. Mit, na, der gute 2-6. Okay, wenn ich Spy ziehe oder Nobleman, könnte es vielleicht gut sein. Oder die Mais. Die Mais vielleicht, bitte. Kann ich während dem Seiten nicht schreiben oder was? Oh Gott, ist das gemütlich. Okay, ja, das ist jetzt die Frage, was reinkommt. Will ich überhaupt boarden? Ich meine, die Barriers müssen raus. Aber das ist, glaube ich, auch alles. Ich glaube, der Rest ist okay. Ein Kaiju. So ein random Kaiju einfach reinmachen, ich weiß nicht. Da könnte die D-Barrier fast schon besser. Oder, ich meine, er wird eh Twin Twisters reinboarden, deswegen kann ich auch mit zwei Starlight Road. Was kommt raus? Ja. Command Strike. Natürlich ist es abgestürzt. Da das ja nicht funktioniert mit dem Seiden, müssen wir das jetzt wieder für Game 1 machen und das Deck so verändern. Was hatte ich rausgemacht? Barriers und hatte ich Strike rausgemacht? Ja, ich hatte Strike rausgemacht. Will ich den trotzdem? Ja gut, wir lassen das so einfach. Bei Starlight Road. Ja, sollte gehen. So, jetzt muss ich nochmal herausfordern.
sieht doch schon mal besser aus. Okay, Star Edge Road wartet schon mal für den Twin Twister. Ich denke. Ich meine, gut, er wird wahrscheinlich sowieso mit Kampf anfangen. Aber ich will die eher abwerfen, wenn es zu Twin Twister kommt. Was kann ich suchen? 1,5 Death oder weniger. Da kann kein Spy suchen. Und alles andere, glaube ich. Jetzt kein Necro, wenn die da ist. Ich glaube, das sollte wegen Twin Twisters okay sein. Dass ich in der Combo dann. Okay, warte, das ist eine Weile her. Der holt jetzt diesen. Der holt Slip Rider ein. Schießt right. Okay. Ja, sieht nicht gut aus, ne? Vor allem, da Cosmo ja ein neues Deck ist, muss Cosmo Town mit 1000 Effekten übersät sein. Unter anderem sich natürlich auch selber suchen. Deswegen funktioniert mein Twin Twisters nicht. Also funktioniert schon, aber. Ja. Vor allem ist sie nicht mal once per turn. Wenn ich wenigstens an irgendeinen Effekt Twin Twisters anschauen könnte. Er dann nicht mehr im selben, ja gut, hat sich dann sowieso erledigt. Und er die dann nicht mehr im selben Zug aktivieren könnte, wenn das wenigstens der Fall wäre. Hm, immerhin. Okay, hol ich Kommandant. Ich meine, was anderes bleibt ja eigentlich irgendwie übrig. Jetzt sitze ich da mit meiner Starlight Road. Achso, ich bin tot, ja. Ja, also, das war das Tier 2 Format, wo schwächere Decks gegeneinander spielen, wo die Duelle mehr Spaß machen und länger dauern. Spaß halt. Ja. Ja, cool, ne? Also, das war Woche 2. Oh, ich hab gewonnen. Cool. Ja. da weiß ich nicht mehr, was ich dazu sagen soll. Aber gut. Gibt's jetzt noch ein Schlusswort? Okay, er sagt, er dachte, ich spiele BA, Cosmo, Mermel oder Paleo. Ja. Aber gut. Ja, sonst schaut euch den Kanal von Colster Yu-Gi-Oh! An. Und natürlich von den ganzen anderen, die mitspielen in der German Yu-Gi-Tube Liga. Und viel Spaß. Und wir sehen uns dann nächste Woche im nächsten Format. Spieltag 3. Monotyp. Da spielen wir gegen Alex Zockt. Und ja, wie der Name schon sagt, man darf nur Decks von einem Typ verwenden. Das heißt, keine Unterstützung. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel Gravekeeper spielen würde,
könnte ich kein Darkhold, kein Raigeki, kein Demise, kein. Also, ja, die ganzen Staples wären quasi nicht da. Das Deck würde aus den Monstern bestehen. Spillmäßig wären nur Necrovalley und Steel da. Und von den Traps, Ride und Tomb. Sprich, das wäre unspielbar. Quasi. Weil, ja, weil Gravekeeper halt eher ein Anti-Deck ist und man hätte dann keine Traps mehr. Aber ja, danke fürs Zuschauen und viel Glück im Leben und ja, wir sehen uns.